und herzlich willkommen zum Eltern-Kind-Turnen bei Urbia TV. Etwa 25 Kinder kommen hier einmal die Woche in die Turnhalle, um mit ihrem Vater oder ihrer Mutter und dem Übungsleiter Christian Appel ein paar erste Turnübungen zu machen. Zum Aufwärmen spielt die Gruppe Wir fahren in den Zoo. Und Krokodile haben wir auch, ne? Wir machen so, ne? Nach der Aufwärmfahrt in den Zoo bauen die Eltern den Parcours auf. Nach welchen Kriterien wird er denn zusammengestellt? Also das Ziel ist, dass die Kinder vor allen Dingen Spaß haben, dass sie sich bewegen, die Motorik üben. Das ist ja heute häufig ein Defizit bei den Kindern, dass sie den ganzen Tag zu Hause sitzen. Und wenn viele Kinder da sind, dann bauen wir halt viele Stationen auf, damit es keine Wartezeiten gibt. So wie heute zum Beispiel. Und wenn wir weniger sind, dann kommt man auch schon mal mit weniger Stationen aus. So, das ist die Station, ich nenne die Bank auf Stangen, man könnte auch Schwebebalken dazu sagen. Also wichtig ist hier, dass die Kinder die Balance lernen. So, die haben wir irgendwann mal gemacht, die Station, einfach weil die Kinder Spaß hatten und gerne mal runterspringen wollten da. Viele trauen sich von der zweiten Stufe, manche von der dritten, einige weniger auch schon mal von der vierten Stufe. Aber wenn man da selber steht auf der vierten Stufe, merkt man, wie hoch das ist und dass das schon ganz schön heftig ist da. Hier geht jetzt die Elisa gerade die Bank hoch, manche gehen hoch, manche rutschen auf dem Bauch, manche auf allen Vieren. Das ist je nach Alter auch unterschiedlich. Den meisten Spaß macht es, glaube ich, den Kindern auf der anderen Seite wieder runter zu rutschen. Das klappt je nach Kleidung unterschiedlich gut. Du machst aber auch keine Vorgaben, wie man da jetzt hoch soll. Nein, das Wichtigste ist, dass die Kinder sich bewegen, Spaß haben und die Motorik üben. Und das ist das Wichtigste. Der Nils versucht jetzt seine Übungen auf dem Trampolin. Das sind so die ersten Übungen, die die Kinder machen, auf den Federn im Untergrund, um da einfach mal ein Gefühl für zu kriegen. Figuren macht man dann natürlich noch nicht drauf. Aber auch der Unterschied vom Trampolin rüber zu springen auf die Matte, das ist erstmal eine Übung, die man hinkriegen muss. Das klappt unterschiedlich gut. Und dann am Idealfall hinterher noch einen Purzelbaum. Das machen aber mehr die Größeren. Dafür ist er, glaube ich, noch ein bisschen klein. Und den Purzelbaum schön mit rundem Rücken. Ne? Das ist besser für die Wirbelsäule. Ja, sehr schön. Hier sieht man sehr schön, dass die Eltern auch den Kindern dann helfen. Den Purzelbaum gerade bei den Kleineren. Das ist halt wichtig, dass das Kind wirklich auf der Brust ist. Und dass der Rücken rund ist, damit man nicht so aufknallt, wenn man die Rolle fertig hat, weil das halt doch sehr ungesund wäre. Beide Füße schwingen, sind nicht fest verbunden eigentlich mit dem Boden. Das ist am Anfang sehr schwierig und Tabea macht das jetzt gerade schön. Wenn einer nämlich daneben tritt, dann kommt das Krokodil und schnappt zu. Ja, aber das ist für die Kinder so eine Panik, dass sie da dann reintreten und vom Krokodil geschnappt werden, dass sie sich noch besonders viel Mühe geben und dann da drüber gehen. Beim Sport kommt man sich auch schon mal näher. Warum kommen Sie gerne hierher? Weil die Kinder hier eigentlich relativ frei allein entscheiden können, was sie machen und ihren Fähigkeiten entsprechend sich austoben können. Ja, die Kinder, die haben ohne Druck, können sie Spaß haben, rumtoben, sich richtig austoben. Da gibt überhaupt keinen, ja, wie gesagt, keinen Druck. Die können ausprobieren, machen, was sie wollen. Ist einfach schön. Wie gefällt es dir hier? Schön. Was gefällt dir denn am besten? Das mit diesen Ringen. Das Schaukeln mit den Ringen. Das ist toll, ne? Das war's für heute. Dankeschön an Christian Appel und seine Eltern-Kind-Tongruppe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.